zurück hier auf meinem Kanal. Jo, Herr Müller steht da und ihr habt es gerade ja schon im Thumbnail gesehen. Es gibt wieder eine Steffi-Box! Applaus, Applaus, Applaus. Und die habe ich diesmal hier in der Barbara-Box verstaut. Jo, diese Steffi-Boxen sind ja immer so ein kleines Dankeschön von mir an euch, weil ihr mich hier so toll unterstützt, euch Spaß macht, was mir Spaß macht. Und ja, deswegen will ich immer so ein kleines Dankeschön jede Woche immer zurückgeben. Da gibt es immer Steffi-Boxen, dann Maskenvideo-Verlosung oder dann halt etwas größere oder aufgebraucht, ne? Genau. So, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und wir legen alles da hinten hin. Und ihr wisst ja immer hier, ne? Steffi-Boxen sind immer ein bisschen anders als andere Boxen. Deswegen habe ich einfach mal zwei Geburtstagskarten hier reingetan. Ja, auch die kann man immer gebrauchen und es sind diesmal so Geld-Geburtstagsgeschenke. Oder ich finde auch, da kann man auch einen Gutschein reintun. Ein Gutschein finde ich auch okay zum Geburtstag für einen ganz besonderen Wunsch. Und einmal zum Geburtstag viel Glück und erfüll dir einen Wunsch. Ja? Anstatt einfach nur irgendwie so eine Karte und irgendwie dann Geld so reinzutun, finde ich das immer schön. Oder einfach auch nur einen selbstgeschriebenen Gutschein. Erfüll dir einen Wunsch. Du hast einen Wunsch frei, zum Beispiel. Meine Kamera ist irgendwie schief. Wenn Kinder irgendwie da schenken, finde ich das auch cool. So an Mamas Muttertag, muss ja nicht nur Muttertag sein, können auch ganz normale Tage sein, Leute. Ne? Also, ne? Und einfach mal zu sagen, danke und ich spüle einen Tag. Ne? Oder irgendwie so. Ja. Also deswegen sind die beiden Karten dabei. Dann ist dabei Scribble. What Spots Dots. Also das sind so Pickel, also gegen Pickel. Solche Klebis. Also irgendwie macht dieser Lippenstift mir heute so ein Kratzen im Hals. Ja, die sind mit dabei. Wie viel sind denn da drin? Vegan und Cutie Freeze auf jeden Fall. Also soll man 6 Stunden drauf lassen über Nacht. 12 Stück. Ja. Und man kriegt immer einen Pickel. Also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ne? Auch wenn man erwachsen ist, kriegt man Pickel genug. Also das ist ja manchmal abartig, ne? So. Dann habe ich hier wieder rein. Mann, Stephanie! Ich habe schon wieder den Preis drauf gelassen. Ich bin ein Honkit. Aber das ist. Warum kleben die das eigentlich immer vorne drauf? Warum kleben die Preise nicht hinten drauf? Oder warum kleben die Preise überhaupt nicht drauf? Also manchmal ist das richtig ätzend, ne, mit diesen Klebedingern. Es tut mir leid, aber ich kriege das nicht alles ab. Es tut mir wirklich leid. Wir müssen das doch. Ey, Leute, das geht gar nicht. Ich ruiniere mir meine Nägel. Oh mein Gott, das ist scheiße. So, ach, komm. Ja, okay, komm, jetzt haben wir es. Das Gröbste haben wir weg. Invisibubbles habe ich nochmal reingetan. Und zwar diese Spänkchen. Genau, jetzt habe ich das ein bisschen gequetscht, die Verpackung, aber ist ja nicht schlimm, ne? Das sind so 3 Spänkchen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Der Aufkleber war da drauf. In durchsichtig. Ja, also Herklips, ne? Genau, dann haben wir was zu trinken hier noch drin. Mate Mate Original. Erfrischendes Mate-Tee-Getränk. Extra viel Koffein, also nichts für die Kinder. Und ja, das ist auch einmal dabei. Dann haben wir noch was für die Nägel. Ich gehe ja immer zum Nagel. Die sehen übrigens jetzt im Moment so aus. David sagt schon, ey, hast du aber an Bofrost gedacht. Okay, stimmt. Oh, ich habe ihn noch geswatcht. Von Catrice Ultimate Nail Lacquer 83. All you need is pink. Ja, habe ich auch mal einen Nagellack mit reingetan. Dann ist drin in der Steffi-Box nochmal Invisibobbles, aber diese, ja, ein Invisibobble, aber mit, dann mit so einer Schleife, ne, dass man am Pferdeschwanz oder am Pferdezopf hinten auch runterfallen lassen kann oder einfach eine Schleife macht. Genau, das ist dabei. Dann haben wir noch dabei von Terra Naturi Langhaarspülung Bio Pfirsich und Bio Rizinusöl. Terra Naturi ist die Eigenmarke von Müller. Langes und geschädigtes Haar. Aber
Obwohl, ich müsste nochmal wieder nach Müller fahren. Ja. Das kann, kann ich eigentlich machen, wenn ich... der ist ja bei uns an der Arbeit. Wenn ich dann zur Arbeit fahre, könnte ich das eigentlich mal machen, weil dann ein bisschen früher los und mal wieder bei Müller rein. Das mache ich immer so alle paar Monate mal. Dann habe ich hier drin, Leute, ich kann euch das echt empfehlen. Ich habe jetzt ein festes Shampoo in Gebrauch. Ich werde es euch ja zeigen, wenn es aufgebraucht ist. Macht das einfach mal. Macht diese festen Shampoos zwischendurch. Das ist super für die Haare. Also ich habe gestern mit festem Shampoo gewaschen. Das macht meine Haare sowas von glatt und seidig. Ich hätte das nicht gedacht. Weil ich habe das mal damals getestet bei meinen kurzen Haaren. Und das hat irgendwie so gar nicht so funktioniert. Aber jetzt Sante Naturkosmetik für die Family. Festes Glanzpflege-Shampoo. Ja. Also ich finde es einfach genial. Und man kommt natürlich ellenlange mit aus. Ne? Das ist natürlich hier so ein Block. Riecht ganz angenehm. Also einfach mal ausprobieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr echt... Und falls es euch nicht zusagt, könnt ihr es immer noch, ne, als Handseife nehmen. So. Jo, ich habe hier drin auch etwas Fischi. Ihr wisst ja, der Experte liebt Fischi, aber nicht von Apple. Er hat gesagt, Apple schmeckt ihm nicht. Okay, habe ich gesagt, tue es in die Steffi-Box. Ich habe die extra mal mitgenommen, als sie im Angebot waren. Jetzt will er sie nicht. Ja, Männer, ey. Ja, das ist... vor kurzem auch auf Instagram die Lisa Schnapper, die ist auch hier auf YouTube, ich finde die ja klasse, verfolge ich schon etwas länger und die hat das dann auch gepostet, ne? Wenn er jetzt zum Beispiel, er isst im Moment gerne diese Schokoladenpudding mit Sahne oben drauf. So, dann holst du zwei Stück, sind die natürlich an einem Tag weg. So, dann denkst du, du holst dir mal 6, 8 Stück, packst den Kühlschrank voll, damit komischerweise keiner mehr davon gegessen. Ja. Das ist ein Phänomen, ne? Aber ich glaube, es geht vielen so, oder? Also es ist echt ein geiles Phänomen. Und ja, Apfel, zarte Heringsfilets, ja, in Tomatencreme kriegt ihr dann. Dann habe ich noch was. Ich habe leider den Doppen verloren. Ich weiß nicht, wo der Doppen ist. Es tut mir leid. Von Alpro, She's Not Milk. Ja, eine pflanzliche... Hafer ist es, glaube ich, ein Haferdrink, ne? Warte mal, lass mal eben hier gucken. Wo steht denn das? Haferdrink angereichert mit Kalzium und Vitamin. Also, ja, ich habe leider nicht mehr den Doppen zum Zuschrauben, aber wenn ihr noch eine, irgendwie einen alten Milchkarton habt oder was, da passt das ja bestimmt auch drauf. Aber wir haben sie probiert und schmeckt die nicht und auch schmeckt die uns auch nicht über Cornflakes. Und da habe ich gedacht, ich gebe sie mal weiter. Genau. Dann haben wir was, das hat die liebe Anja mir geschickt. Ich habe allerdings, ich glaube, sogar zwei Stück an meinem Schlüssel dran. Deswegen habe ich gedacht, gebe ich das einfach weiter und ihr habt auch Spaß daran. Nämlich diese Schlüsselanhänger. Ja, die sind für den Einkaufswagen. Na, ich denke, Anja wird da kein Problem mit haben, Schätzelein. Ne? Ich habe ja so viele davon. Ja, das ist nämlich Käse aus der Schweiz, Appenzeller. Also wer auf Stinkekäse steht, der Appenzeller. Obwohl Tilsiter, ne, Essrom haut, glaube ich, noch jeden aus dem Socken. Also macht euren, ich habe am Autoschlüssel wirklich die und das ist klasse. Du brauchst keinen Chip mehr und hast immer das Ding dabei und ja, finde ich super. Zwei Stück, ne? Für euch und für euren Partner, passt. Oder für das Kind. So, dann habe ich, apropos Kind... Kind. Ich habe natürlich auch was für die Kiddies mit reingetan. Und zwar drei Lollis von Chupa Chups. Chupa Chups Bubblegum und Chupa Chups Sour. Also so Äppelchen und Chupa Chups nochmal Bubblegum. Ja, also die drei Lutscher sind auch dabei. Dann habe ich reingetan natürlich auch was für die Pflege. Isana Hydrogel Lippenmaske, belebende Pflege mit Hyaluron und Kirschblüten. Ja, ich werde jetzt hier weiter stapeln, da hinten ist voll. Dann habe ich noch eine Maske reingetan von Boutni Julia. Eine Peel-Off-Maske, also mit zwei Sachets mit Mandarinenextrakt. Die ist einmal dabei. Dann einen Lippi hier von Essence in dieser schönen Farbe. Liquid Lipstick, in der Farbe Liquid Lipstick. Ja, genau. 03 Almost Real, also eine Farbe, die... Was würde die liebe Claudi jetzt sagen? Leberwurst. Der Leberwurst. Nein, aber ne, so ein zartes, ich würde sagen, so ein zartes
orange-rosa. Oder so. Dann habe ich einen Pflegestift reingetan. Banana. Hier, den gibt es ja immer beim Action. Ich habe den im Moment auch im Gebrauch. Ich hatte zwei da drin. Habe den in Gebrauch auf der Arbeit. Ich finde den ganz gut. Nur fehlt mir so ein bisschen der Bananenduft. Also ich muss jetzt echt sagen, obwohl der jetzt mehr nach Banane riecht wie meiner. Hätte aber noch ein bisschen mehr nach Banane riechen können. Ne? Aber von der Pflege ist er richtig gut. Dann habe ich noch einen kleinen Nagellack hier reingetan von Essence The Gel Nail Polish in der Farbe 1001 Party Night. So sieht er aus. Ja, viele machen sich ja im Sommer auch die Fußnägel schön bunt. Das finde ich auch immer ganz toll. So, dann ist hier drin noch von Aveo, ist auch die Eigenmarke von Müller, Hand- und Nagelbalsam Bienenwachs für trockene und raue Hände. Jo, ne? Ich packe ja nicht immer dasselbe hier rein. Das soll ja auch immer abwechslungsreich sein. Dann noch ein Duschgel von Far Pure Freshness mit Acai-Beeren und Guavenduft. Ja, also riecht sehr, sehr beerig. Eher was dann für den Sommer anstatt. Obwohl, ist immer Geschmackssache, ne? Ja, das hat mir meine Schwester mitgebracht. Leider kann ich es nicht... Oh, der Preis ist noch dran. Egal. Leider kann ich es nicht bei mir in die Badewanne tun, weil wir haben so eine alte... Ey, so was von alte Badewanne, ne? Dieses Emaille-Zeug, was so rau geworden ist, dass keine Badematte da mehr klebt. Die liegt da einfach nur so drin. Und sie hatte mir die mitgebracht, Anti-Rutsch-Figuren. Ich kann sie aber leider nicht draufbappen. Also das hält alle nicht. Ich habe die anderen getestet. Sie hatte noch welche dabei. Und die gebe ich einfach mal weiter. Vielleicht kann der ein oder andere, ja, sie bei euch reinkleben. So in eine Dusche oder irgendwie sowas, ne? Finde ich ja gar nicht mal schlecht. Aber es klebt nicht. Die schwimmen dann nur da drin und da macht es ja auch keinen Sinn, ne? Soll ja, man soll sie ja nicht auf die Nase legen. So, dann haben wir hier noch drin von W5, also auch Eigenmarke vom Lidl, Brillenputztücher, 52 Stück, klare Sicht. Jo, die kannst du immer dabei haben, egal ob du normale Brille trägst oder ob du Sonnenbrille trägst. Das sind diese hier, so zwei Sachets sind das immer. Und die kann man sich auch mal gut in die Tasche stecken, ne, für unterwegs. Genau, hat man immer so kleine Brillenputztücher dabei. Aber nicht nur für die Brille, sondern auch für Computer, Handys, Kamera, ja, vermindert beschlagen, fettlösen, streifen und fusselfrei, antistatisch. Also ideal für Brillengläser, Fotolinsen, Helm, Visiere, Handys, Autospiegel. Genau. So, drei Sachen haben wir noch. Und zwar einmal hier diese Strohhalme. Und die sind... nicht das Plastik, oder? Nee, muss man eben gucken. Ach nee, kompostierbare Halme. Das sind nämlich Cool Milk. Ja, damit macht ihr eure Milch lecker. Mit Vanille, Schoko und Erdbeergeschmack. 5 Stück sind da drin, natürlich Aromen, umweltschonend. So sehen sie aus. Und mit diesen Strohhalmen, Erdbeer, Vanille, bla bla bla, steht da noch irgendwas drauf? Nein, 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 nein. Halt nur kompostierbare Halme. Ja, ist doch auch cool, ne? So, zwei Sachen noch. Und zwar habe ich eine Lidschattenpalette hier reingetan und die diese hier von Fab Factory. You See the World Through Diamond Eyes. Ich habe die schon getestet. Diese schöne Palette hier von Action. Und ich finde sie sehr gut. Ja. Und natürlich von der Form macht sie natürlich auch einiges her, ne? Ja. Also die ist mit dabei am Start. Und zu guter Letzt habe ich hier was von Ofra drin. Hallöchen, Popöchen. Ja, von Ofra habe ich hier drin und zwar einen Lipgloss. Einen Lipgloss Luminous Lips in Clear. Ja, ein ganz normaler, stinknormaler Lipgloss in Hell von Ofra. Ja, der ist mit dabei und das war's. Das war die nächste, the next level hier, the next Jiffy Box. Ja, und ich brauche noch einen Hashtag. Ich brauche noch einen Hashtag. Ja, wir nehmen mal Hashtag cool. Hahaha, das passt. Hashtag cool und jetzt juckt mein Auge, verdammt. Und ihr seid bei der Verlosung dieser Steffi-Box dabei. Allen viel Glück. Toi, toi, toi. Und ja, dies war's von mir. Und ich packe jetzt alles hier wieder zusammen und wünsche nochmal viel Glück. Hashtag cool.
dicken Knutscher. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis denn. Ciao.